gemerkt. Vor allen Dingen, zurzeit sieht es auch wirklich sehr gut aus für mich. Aber es wird sich noch dafür beweisen, warum ich Safe State genutzt habe. Denn man sieht auch schon, meine Energie dreht sich so langsam gegen Ende hin. Und ja. Wirklich viel Energie habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, da bin ich schon so für die Geschichte. Und da ist eben halt schon wieder Energy Tank benutzt. Den Reserve Tank, Entschuldigung. Was aber auch nicht wirklich viel bringt, weil ich auch nur einen habe. Und da bin ich auch schon wieder Geschichte. Und da sieht man eben halt auch, wie man da Game Over geht. Deswegen, und genau aus dem Grund habe ich den Safe State gesetzt. Der Kampf fängt gut an, man wird gleich als erstes getroffen. Naja, es dürfte allerdings diesmal besser klappen. Gut, ihr dürft hoffen, ist Zuschauer, ich weiß es nicht. Da habe ich gesehen, was macht der Grafikfehler da? Weiß ich nicht, das ist halt sonst nie gehabt. Ich habe den weder im Originalspiel gehabt, das hat er nicht. Als ich den zum ersten Mal auf dem Platte gespielt habe, ist. Da sind mir auch schon wieder Powerbomben ausgegangen. Und da verwende ich auch wieder den Super Missiles. Aufgrund der Tatsache, dass die eben halt doch einiges stärker sind. Und wir sehen schon wieder, er läuft rot an. Er wird wieder sauer. Viele neue Tricks seit dem Kampf in der Space Station hat er auch nicht wirklich dazu gewonnen. Außer dass er jetzt statt dem Metroid-Behälter mit dem Metroid hält er uns jetzt nun fest. Da sieht man auch, er ist besiegt! Ja! Zerfallen deine Einzelteile, die nicht wirklich viele sind. Und damit ist auch der Bossfight Boss besiegt. Wir sehen, da ist ein Energy Tank. Und den eben gerade angesprochenen Behälter sieht man hier. Und der ist kaputt. Warum ist der kaputt? Und wir finden es natürlich nicht so schön, denn dadurch ist das Metroid 5 gesetzt und kann so quasi seinen freien Lauf lassen. Ob wir das jetzt wirklich gut finden oder nicht, sei erstmal so dahergestellt. Diejenigen, die das Spiel kennen, wissen es. Ich natürlich jetzt auch inzwischen. Ich habe das Spiel schon vorher gespielt. Ich finde das natürlich sehr, sehr genial. Werde ich auch nachher nochmal ansprechen. Nachsynchronisation machen.
dabei bemerkt, dass der Ton ziemlich versetzt ist. Vielleicht liegt das wirklich daran, dass es entweder normal ist oder dass es eben halt zu lange aufgenommen hat. Ja, wie gesagt, ein bisschen aufrüsten kann man jetzt auch. Jetzt steht auch nur noch wirklich sehr, sehr wenig an. Wir haben jetzt alle vier Level-Boss besiegt. Also, Level-Boss ist dann Criteria, Meridia, Morphia und Prinster gemeint. Wobei, von Criteria ist es eher Wreck-Ship. Ja, wir müssen eben halt jetzt aus North heraus. Und falls jemand auch weiß, ob es einen Weg gibt, der nicht durch Lava Stage steht, Lava Stage, sag ich jetzt schon, im Raum, wo die Lava gestanden ist, dann man da mitspielen muss, der kann für mich ganz gerne in den Comments schreiben. Ich kenne nämlich nur diesen einen Weg. Falls ihr ihn wisst, in der Aufstand, werde ich den eventuell auch nochmal nachts zeigen. Ich hatte sowieso vor, wenn das alles nochmal eventuell also ein paar Sachen zu zeigen. Wie zum Beispiel ein paar Energy Tanks, die ich noch weiß. Die gesamten Missile-Container, die ich noch kenne oder die ich finden kann, weil ich habe hier extrem wenig Missiles, also ich habe normalerweise 150 bis 200 und deswegen wird das jetzt auch ein bisschen ist das auch ein bisschen wenig, finde ich. Meine andere haben vielleicht nicht so viel. Da geht's nicht weiter. Da kommt es nur zu einer Sackgasse. Ja, genau diese Sprungstage meine ich nämlich. Ich weiß nämlich nicht vorher, ob es noch einen anderen Weg gibt. Ich kenne ihn auf jeden Fall nicht. Oder ich kenne ihn nicht mehr. Wie gesagt, ich bin eigentlich immer hier durchgelatscht. Durchgelaufen. Wie gesagt, es kostet sehr viel Energie, vor allem muss man erst die Tür aufschießen, dann muss man nochmal hochspringen. Und jetzt zeige ich auch nochmal den Weg, falls ich darauf komme. Was ich eben halt schon mal angesprochen habe, und da kann man nochmal hochspringen. Also werden wir hier und hier finden wir noch mal ein paar Missiles. Und diese Missiles können wir eben halt noch gebrauchen. Vor allem am letzten Bossfight. Denn genau da brauchen wir, oder eher gesagt, um zum Boss hinzukommen, brauchen wir viele Missiles. Wie gesagt, jetzt ist es eigentlich auch nur noch zum Gegner Endboss hinzulaufen, beziehungsweise zur letzten Stage. Und wie gesagt, das ist wirklich nicht mehr viel. Oder was ich gerade auch bemerke, ist wegen der Tun-Asynchronität. Das könnte eventuell auch durch den Player von mir hier kommen, weil der macht nämlich auch ganz gerne asynchrone Töne. Wie gesagt, das fällt mir jetzt auch gerade wieder erst ein. Könnt ihr auch ganz gerne in den Comments schreiben, weil, falls ihr denkt, das ist ja asynchron und sowas. Wie gesagt, entweder ist es mein Player hier, der macht das nämlich ganz gerne, oder es ist eben halt tatsächlich während der Aufnahme.